Ja, jetzt bringen wir Basisfarbe, die A-Farbe, in den Körperbereich. Die A-Farbe ist fluoreszierend. Nehme zervikal auf, zervikal ist fluoreszierend. Jetzt bringe ich meine Pinselspitze in das Violett ein und bringe Tiefe in die Kauffläche. Wir haben ein markierendes Material, ein dunkelbraun, auf den Weg gebracht und ihr könnt damit ganz dünne, zarte, natürliche Fissuren zeichnen. Ich nehme mir ein bisschen was von dem Zervikal, spiele mit meinem Pinsel in der Mulde und lege diese warme Farbe fluoreszierend in den Zervikalbereich des Zahnes, da wo auch schon A-Farbe ist, und ziehe das auch mit in den Wurzelbereich ein und spiele mit dem Violett und gehe jetzt und senke den Helligkeitswert des Schmelzbereiches mit dem Violett. Das Ganze, abhängig vom Patientenfall, kann man auch mit dem Hell- oder dem Dunkelgrau machen. Und so senke ich auch wunderbar mit dem Dunkelgrau die helle Schneide. Jetzt, liebe Leute, gehen wir in das Genuss. Das ist nicht so markierend wie das Fissur und darf man auch in die Bereiche einbringen, wo Zahnfleischnähe ist. Beim Fissur sollte man das unbedingt vermeiden. Überall da, wo die Standzeit vom Speichel ein bisschen länger ist, bringen wir jetzt Genuss ein. Wir gehen jetzt in die Mulde mit unserer Vanillefarbe auf den mesiopalatinalen Stammvöcker. Gehen wir auch noch einmal ganz vorsichtig auf den mesiobukalen Höcker. Jetzt seht ihr den Unterschied. Unbemalt und bemalt. Und man hat mit relativ wenig Aufwand ein komplett anderes, wärmeres und lebendigeres Erscheinungsbild. Ich habe schon solche Rückenschmerzen wie in der Krümmung. So, jetzt hier wieder Genuss.